kann sich nur um Stunden handeln. Chat habe ich hier, das ist soweit bearbeitet. Admin habe ich, das stimmt. Dann machen wir das so, dann so, das dahin und das dahin. Dann kann ich nämlich auch den Chat wunderbar lesen. Jetzt kann ich den Chat theoretisch zweimal lesen, aber lieber so als andersrum. Und ich denke, da sind wir auch schon wieder drinne. Ja, ich habe das letzte Mal, wie versprochen, nochmal zurückgespielt und diesmal haben wir das kaputte Stuhlbein. Das letzte Mal haben wir das hier aus Versehen in den Kamin geworfen. Ich gelobe Besserung, es wird nicht wieder vorkommen, vielleicht unter Umständen. Wahrscheinlich doch, sind wir mal ehrlich. Jedes Mal, wenn ich die Bildsprache überprüfe, ist sie gut, aber gleichzeitig leckt das Bild. Das wird noch interessant heute. Mal gucken, ob das überhaupt noch was wird. Wenn ich Edna nicht bewege, scheint es ja zu gehen. Ich habe hier noch nicht Schrank aufgemacht, noch nicht die Randale gemacht, das machen wir nämlich alles nochmal. Ich weiß nicht, wir waren beim Kamin, genau. Jetzt traue ich mich fast gar nicht damit, irgendwas zu benutzen. Den will ich nicht verbrennen. Er könnte noch nützlich werden. Ach, schade. Willst du den Poloschläger verbrennen? Den will ich nicht verbrennen. Er könnte noch nützlich werden. Na gut. Dann. Das verbrenne keine Bücher hatten wir schon. Das knistert, ich erinnere mich. Harvey? Ich werde doch meinen besten Kumpel nicht verbrennen. Ich dachte eigentlich, ich kriege eine zweite Meinung, aber okay, dann halt eben nicht. Ja, dann würde ich sagen, Zeit für Randale. Sehr schön, kaputt. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Ach, wir finden schon was. Der hat doch Dreck am Stecken. Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Was? Nein, viel zu teuer. Oh, dann red mal mit ihm. Guten Tag, Herr Tisch. Sie sind 3 Minuten zu spät. Ja, da war das Gitter und ich konnte meine Nägel nicht schnell genug. Das ist keine Entschuldigung. Ich liebe es. Oh, ich das Spiel auch. Sieh nur, Harvey, Dr. Marcells Schreibtisch. Lass uns auf die Schreibfläche pupsen. Das letzte Mal gar nicht. Los, mach damit auch noch kaputt. Keine Wirkung. Mist. Du musst fester zuhauen, Mädel. Der ist geleimt, nicht geschraubt. Schade. Dann mal was drauf. Ja, Randale. Kaputt haben wir. Kann ich es weiter kaputt machen? Ist das mehr kaputt jetzt? Ist da noch ein Strich dazu? Nee, habe ich mir eingebildet. Schreibtisch, der Ablagefläche für Unerledigtes. Ja, ich guck gerade meinen so an, ja. Ja, das betrifft, das beschreibt es ziemlich gut. Okay, dann der Stuhl als nächstes. Der Thron von Dr. Marcel. Ich glaube, der Thron ist was anderes, Edna. Vielleicht reden wir da auch gerade aneinander vorbei. Ich muss hier gerade nur noch mal so. Sound brauche ich gerade auch nicht mehr. Da, so. Jetzt ist es weg. Jetzt kann ich Edna in Ruhe spielen. Sollte mir den Chat noch mal aufmachen. So, jetzt. Jetzt nehmen wir den Strom mal mit. Den will ich gar nicht nehmen. Warum nicht? Da hat doch Dr. Marcel drauf gesessen. Wie? Nee, dann will ich ihn auch nicht mehr haben. Hallo Stuhl. Hallo, mein Kind. Wie geht es? Setz dich doch, mein Kind. Harvey kann manchmal echt creepy sein. Nein, das ist ja so, als würde ich auf Dr. Marcells Schoß sitzen. Ja, das ist wirklich etwas unangenehm, wie ich so drüber nachdenke. Als Kind hatte ich immer Angst. Achso, den hatten wir. Dann will ich auch das Reden nochmal zeigen, das finde ich super. Hallo? Ist da jemand drin? Beruhigend. Als Dann ist Kind ja habe ich gut. immer Angst vor Schränken. Dann ist ja gut. Wenn da keiner drin ist, brauchen wir uns ja keine Sorgen zu machen. So, ich glaube, wir haben jetzt auch soweit alles gehabt. Fotos, Artikel, ich habe keine Lieblingsbücher, Schrank, Fenster, Stuhl. Okay, dann, das ist, also ich kann die Tür gar nicht anschauen. Dann gehen wir halt einfach. Dann gehen wir halt einfach. Dupdi-dupdi-du. Huch! Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen?
Ich habe geheime Psi-Kräfte. Einen Schritt näher und ich verwandle dich in eine Bulldogge. Ach ja? Buga! Es hat geklappt. Ich wusste ja gar nicht, was in mir steckt. Lass den Unfug und komm endlich her. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Erinnert mich irgendwie an Homer von den Simpsons, so vom Aussehen mit dem Bart und den wenigen Haaren. Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Sofort. Der Doktor ist unterwegs. Du kannst mit ihm sprechen, wenn er zurück ist. So lange kommst du in deine Zelle. Niemals. Wie du willst. Dann warten wir halt hier. Und wenn's den ganzen Tag dauert, ich hab Zeit. Das ist ein Schrank. Ach nein, warte. Es ist Hulgur, der Assistent von Dr. Marcel. Die beiden sehen sich aber auch hier zum Verwechseln ähnlich. Also, seid ihr eineiige Zwillinge oder sowas? Oder so ein fehlgeschlagenes Genexperiment? Der Schrank hat das gute Aussehen bekommen und Hulgur nicht? Er ist zwar kompakt, aber nicht unbedingt transportabel. Hey! Müssen wir noch so Benny Hills Musik drunter legen. Na gut. Reden wir noch mal mit ihm. Hey, Hulgur. Was ist? Kommst du jetzt endlich mit? Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Herausforderung angenommen. Willst du vielleicht etwas lesen? Machst du dich etwa über mich lustig? Auch wenn ich nicht so aussehe. Ich lese viel in meiner Freizeit. Ach ja? Was denn? Tolstoi, Hemingway, Voltaire, Rosamunde Pilcher. Jetzt hast du dich verraten. Das sind ja alles nur Fantasienamen. Ja, weißt du, Edna, jeder Name hat sich irgendwann mal jemand ausgedacht. Kein Name ist natürlich irgendwo gewachsen. Die Feder ist zwar mächtiger als das Schwert, aber diese Oberarme sehen aus wie LKW-Stoßdämpfer. Wenn du nicht sofort von der Tür weggehst, hetze ich meinen Kampfhasen auf dich. Fass, Harvey, fass! Los, Harvey, bring ihn um. Ich will Blut sehen. Warum fließt in dem Spiel kein Blut? Was soll das denn? Friss Fingernägel, Fußnägel. Ich denke, immer sind Fingernägel. Hey, lass das! Oh, schade, hätte ja klappen können. Reden wir nochmal mit ihm. Hey, Hulgur! Was ist? Kommst du jetzt endlich mit? Es ist noch nicht zu spät, Freunde zu werden. Wir sind nicht deine Feinde, Edna. Hört ihr dann auf, meine Erinnerung zu löschen und mein Ego zu zerstören? Oh, nein, das wohl nicht. Super, Freunde. Was ist? Kommst du jetzt? Das letzte Mal glaube ich auch nicht. Darf ich ihn aber auch viel zu früh? Zeige ich gleich. Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Ich hatte Hilfe von außen. Von wem denn bitte? Von deinem toten Vater? Mein Vater ist tot? Du erinnerst dich zwar nicht an alles, aber diese Anstalt ist jetzt dein Zuhause. Schon seit langer Zeit. Komm her, ich sperr dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht wissen? Na? Ich musste auf die Toilette und hab mich verlaufen. Ja, genau. Komm rüber und ich zeig dir den Weg. Den Weg zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du? Na? Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel? Er wird immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum. Du kommst jetzt mit. Ich sperr dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht? So, einen haben wir noch. Ah, nee, zwei haben wir noch. Mein Stoffhase hat mich in die Vergangenheit getempomorpht. Dort habe ich gelernt, meine Superfußnägel als Multiwerkzeug einzusetzen.
Du warst schon immer sehr kreativ. Ein Jammer, dass davon nicht viel übrig sein wird, wenn Dr. Marcells Therapie endlich anschlägt. Los jetzt! Ich sperr dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht wissen? Na? Das geht dich einen feuchten Fuzzi an. Es ist mir auch egal. Hauptsache, du kommst endlich, damit ich dich zurück in deine Zelle sperren kann. Ha! Niemals! Was weißt du über meinen Vater? Außer, dass er ein Mörder war? Das sind Lügen. Ich hab euch belauscht. Hör zu, Süße. Dein Vater war ein Mörder. Er hat seine Schuld gestanden und wurde verurteilt. Mehr musst du nicht wissen. Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Unser Vater soll also ein Mörder sein. Das glaube ich mal gar nicht. Na gut, dann frisst du meines Todes. Das versuch ich lieber gar nicht erst. Dann friss Poloschläger des Todes. So, also wir waren glaube ich dabei, alles mit dem Stift zu bemalen. Ich mag den Stift, der ist toll. Kamin. Ich glaube, dann wollte ich den Prinzen Schnauzer malen. Was war hier? Nein. Es ist zwar alles. Achso. Das hatten wir auch schon letztes Mal. Den Stuhl hatten wir noch nicht bemalt. Reserviert für Eddie Konfetti. Wenn wir Eddie Konfetti treffen, haben wir da einen Stuhl für ihn. Nein. Ich will mir nicht den Ausblick ruinieren. Okay. Und mit dem Buch wollen wir uns noch alles angucken, glaube ich. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Buchdeckel. Alle Buchstaben sind frei und können machen, was sie wollen. Oh. Dann nicht. K.O. Kann ich ihm einen Schnauzbart malen? Ich habe ihm einen Bart gemalt. Aber er hatte doch schon vorher einen Bart. Schlag ihn doch mal K.O. Nein, er hatte genug. Nein, das sehe ich anders. Ich stecke ihm den abgekauten Fußnagel in den Mund. Oh Gott. Ja. Und sie hat ihn immer noch aus irgendwelchen Gründen. Los, ramm ihn Pfahl ins Herz. Ich bin nicht Dr. Helsing und das ist nicht Dracula. Na und? Ich sehe nicht das Problem darin. Ne? Was meinst du, Harvey? Hängen wir ihn über unseren Kamin? Oh ja, oh ja, oh ja. Ich besorge die Sägespäne und du holst den Löffel. Oh Gott. Hatte ich jetzt alles mit dem... Ich glaube, mit dem Stift habe ich soweit alles. Die Blume hat schon eine unterschrieben. Was war mit der Schublade? Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Ah, okay, dann... Ich glaube, ich will noch das Buch mit rein. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Okay, das ist identisch. Hier ist ein Bild unter Diplom-Ingenieur Medientechnik. Es zeigt einen Elefanten. Seltsam. Diplom-Ingenieur Medientechnik? Verstehe ich nicht. Ist das irgendein Insider? Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Zeigt den Elefanten. Lüge, Märchen, Ente, Erfindung, Fabelei, Erdichtung, Unrichtigkeit, Irrtum, Trugbild, Blendwerk. Du hast Fake News vergessen, Mädel. Stuhl. Thron. Der. Sitzfleischablage für Führungspersönlichkeiten. Den Schreibtisch hatten wir, glaube ich, ne? Mit unerledigten Sachen. Ich glaube, ja. Ich bin mir jetzt unsicher. Schreibtisch. Der. Ablagefläche für... Ja. Und ich darf in Zukunft nicht mehr zwischen den Räumen... ich muss in Zukunft einen Raum erstmal fertig abschließen mit allen Gegenständen, bevor ich weitermache. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Na gut, dann, Ups, die Seite fehlt. Okay. Die Seite für Pokale fehlt, na gut. Na gut. Dann gehen wir jetzt. Hulgor ist ja jetzt tot. Ich sollte erst Hulgor beiseite schaffen. Komm schon, wir können später aufräumen. Nein, man würde ihn finden und Alarm schlagen. Du bist ganz schön abgebrüht, Madame. Na gut, dann spielen wir jetzt halt Hitman. Dann kann ich ihn nochmal ansehen? Edna erschlagen, großes Tier. Ugh. Okay. Wer ist der Champ? Wer ist der Champ? Edna. Sagt es lauter.
Edna! Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Nimm ihn erstmal. Steck ihn mal in die Hosentasche. Ja, ich sollte, aber... Okay, wir müssen dafür den Schrank einmal öffnen. Gib mir ein E! E! Gib mir ein D! D! Gib mir ein N! N! Gib mir ein U! U? What does that spell? Edno! Yippie! Was, warum? Gib mir ein E! Okay. Gib E! Gib N! Gib mir U! What does Edno? Yippie! Edno, okay. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. So, dann machen wir den Schrank wieder zu. Und das Problem ist für immer gelöst. Das wird niemals negative Konsequenzen für uns haben. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir absolut 1000 Millionen % sicher, dass das keine negativen Konsequenzen haben wird. Apropos keine negativen Konsequenzen. Poki. Ein wichtiges Leitthema unseres Spiels ist ja Vandalismus. Und dass tatsächlich diese Topfpflanze auf dieser Säule dort steht, hat eigentlich keinen weiteren Grund, außer dass man ziemlich früh Spieler darin einführt, dass er hier alles kaputt machen darf und dafür nicht bestraft wird, sondern sogar noch von Harvey angefeuert. Das ist auch ein gutes Gefühl. Randale. Yippie. Randale. Aber erstmal schaue ich mich's an. Eine besonders rankige Ranunkel. Dann rede ich mal mit ihr. Hallo, kleine Pflanze. Bekommst du auch genug Licht? Wasser. Wasser. Harvey, was hältst du davon? Was hältst du davon, Harvey? Abendbrot. Und ich dachte, du isst nur Süßigkeiten. Ich esse immer das, womit ich den größten Schaden anrichten kann. Harvey ist geil. Es gibt so wirklich so Plüsch-Harveys, die verkauft werden. Ich will auch so einen. Aber die sind sauteuer. Pflanzennamen im Lexikon nach Schlager. Der. Zweitunbeliebtester Schlager. Was denn? Sogar unbeliebter als da steht ein Pferd auf dem Flur? Ui. Das muss man auch erstmal schaffen. Das ist auch eine Leistung. Hihi, den verstecken wir da drinnen. Bester Naturdünger. Dann machen wir gleich einen neuen. Und mach mal ein Feuer drauf. Wozu? Oder so. Es ist eine Legasthensie. Eine Legasthensie. Jetzt verstehe ich ihn auch. Oh, der hat einen Moment gedauert. Oh Gott. Weißt du, nein, Pflanze, allein für den Joke musst du jetzt sterben. So. Hoppla. Absicht. Psst. Muss ja keiner wissen, dass ich das war. Gibt's da jetzt neue Interaktionen? Das wollte ich nicht. Gelogen. Also, ich wollte das schon. Räum mal auf. Das macht jemand anderes weg. Es tut mir leid. Ha! Wer's glaubt? Das macht jemand anderes weg. Harvey, willst du immer noch essen? War ich das etwa? Steh dazu. Du bist so destruktiv wie ein Ego-Shooter. Mach noch weiter kaputt. Hier habe ich bereits genug Schaden angerichtet. Das entscheide immer noch ich. Auch noch demütigen. Das entscheide immer noch ich, wenn du hier genug Schaden angerichtet hast. Hier habe ich bereits genug Schaden angerichtet. Ich sollte sie nicht auch noch demütigen. Los, mal ihren Schnauzer. Hau noch mal drauf. Hier habe ich bereits genug... Ich okay. Soll... Pflanzennamen im... Was? Okay. Nochmal einen Fußnagel rein. Da hilft auch kein Dünger mehr. Na gut. Dann nehmen wir hier noch eine Dachluke. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Ich mag es, dass die Himmel in Litern misst. Nimm Dachluke? Was willst du mir damit sagen? Du hast einen Dachschaden, Edna? Ja, ich denke auch nicht großartig drüber. Ich gehe die einfach der Reihe nach mal durch. Use the Luke Force. Nee, da ist irgendwas jetzt falsch rum gewesen. Das ist zu hoch. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Ach, mach doch eine Räuberleiter mit Harvey. Harvey ist natürlich unten. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Brich auf. Es ist zu hoch. Ich komme nicht an. Dann halt hier mit. Es ist zu hoch. Ich komme nicht an. Dann stell dich auf das Buch. Erzähl mir von der Frage. Das hatten wir, glaube ich, ja. Mit dem Buchdeckel hatten wir schon. Es ist zu hoch. Na gut. Dann malen wir einen Schnauzer. Es ist zu hoch. Mann, geht ja gar nichts hier in dem Spiel. Was soll das denn? Ach ja, die Säule. Stimmt, die hätte ich fast vergessen.
Ohne die Pflanze wirkt diese Säule deplatziert. Die könnte ich maximal wenige Meter weit schleppen. Das mit der Pflanze tut mir leid. Wenn ich ein romanischer Pilaster mit breitem Intercolumnium wäre, würdest du dir das nicht trauen? Ich habe diesen Gag natürlich verstanden, weil ich auch genau weiß, was das bedeutet. Oh Gott, habe ich viele Bildungslücken. Oh, Moment, das wollte ich so noch gar nicht. Aber schön, dass das geht. Jetzt wissen wir das schon mal. Ja. Aber wozu? Soweit denke ich das doch auch nicht. Ich probiere nur und guck, was das Spiel mir gibt. Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener Innenarchitektur für alle Zeiten bestehen bleiben. Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist, stimmt's? Psst. Psst, Harvey, lass die vierte Wand heile. Was hältst du von dieser Säule, Harvey? Kitschig. Ja, das beschreibt es ganz gut. Das ist, glaube ich, auch das Verschandeln. Diese Säule... Ja. Du verschandelst... Ja. Kann ich zumindest was draufschreiben? Diese Säule... Na gut. Du verschandelst... Na gut, dann... Dann gehen wir ins Lager. Ein Tipp, redet mit Bobo, dem Gehirn. Das Gehirn im Glas wird in der deutschen Version von niemand Geringerem als Carsten Fichtelmann, meinem Kompagnon und Geschäftsführer von Dedelic, gesprochen. Und ich glaube, das sind ein paar Takes, die wir da eingefangen haben, die sich ganz, ganz, ganz besonders lohnen und die man sich auch immer wieder anhören sollte. Ich tu's. Ich habe den Soundfile Ich bin ein Gehirn in einem Glas lange Zeit auf meinem Desktop gehabt. Bei jeder Gelegenheit abgespielt. Ursprünglich hatten wir übrigens bei dem Gespräch mit der Alf-Puppe tatsächliche Schnipsel von einer Alf-Kassette dort als Soundfile hinterlegt, wenn er antwortet, ich lach wie tot und so weiter. Im Endeffekt mussten wir die wieder rausnehmen, weil BHV starke Bedenken hatte, dass wir damit Rechte Dritter verletzen. Böser Poki. Böser, böser Poki. Wer sich übrigens in Edna bricht aus geärgert hat, dass er die Bowlingkugel hier unten links im Regal nicht mitnehmen durfte, bei Harveys neue Augen kann man sie endlich mitnehmen. Ein Makel im Game Design, der mir einfach immer sehr schwer auf der Galle gelastet hat und den ich jetzt wieder wettgemacht habe. In Harveys neue Augen. Besucht ihr diesen Raum und ihr könnt die Bowlingkugel nehmen. Freut euch drauf. Ich freue mich. Nehmt auf jeden Fall das Captain Unbrauchbar Comic mit. Also das Heft, das dort auf diesem Zeitschriftenstapel liegt. Es wird im gesamten Spiel keine Verwendung finden. So viel kann ich jetzt vielleicht schon mal spoilern. Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Und die Reaktion für dieses Item zu schreiben, hat mir ganz besonders viel Spaß gemacht. Denn Edna wird halt zu jeder Situation und zu jedem Objekt im Heft ein entsprechendes Bild finden, das sie damit assoziiert. Auf diesem Bild wäscht Captain Unbrauchbar gerade seine Karotten. Ich habe keine Ahnung. Es macht irgendwo vielleicht Sinn. Oder ich habe mir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Entscheidet selbst. Also Captain Unbrauchbar hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auf jeden Fall. Das ist so cool, dass das geht. Dass dieses Item quasi nutzlos ist und nur für den Gag drin ist, finde ich super. Anderer Punkt, bei Harveys neue Augen ist Bobo nicht mehr da. Was soll das? Wir kommen gleich zu Bobo. Aber vorher schauen wir uns mal den Lichtschalter an. Wofür dieser Schalter wohl gut ist? Gute Idee. Dann kann ich überall Licht machen. Oh nein, er ist fest. So eine Pleite. Mist, schade. Licht. Licht! Wird's bald. Na bitte, geht doch. Ich liebe es, dass das funktioniert. Licht aus. Licht aus! Wird's bald. Na bitte, geht doch. So, benutzen kann man sich, glaube ich, denken. Ja, das macht's auch einfach an. Dann Harvey. Schau mal, Harvey, ein Lichtschalter. Vorsicht, es könnte eine Falle sein. Ja, dann ist jetzt zu spät. Ich habe ihn bereits benutzt. Ruhig bleiben, Edna. Der Schalter lässt sich ganz einfach per Hand bedienen. Ich bin die Ruhe selbst. Ich vertausche jetzt on und off da. Das wäre lustig. Wozu schreiben, wenn man auch Leuchtbotschaften morsen kann? Es lebe der Fortschritt.
Ruhig bleiben, Edna. Okay, den hatten wir. Lichtschalter, der. Handbetriebenes Leuchtquellenbedienelement. Können wir die Lampe selber eigentlich auch? Nee, die Lampe selber ist nichts. Ruhig bleiben, Edna. Okay. Wir können die Bodenkugel nicht mitnehmen. Was soll das? Was hältst du von dieser Kugel, Harvey? Ich hätte gern die Kanone dazu. Es ist eine Bowlingkugel. Dann brauchen wir auch eine Bowlingkanone. Sonst weigere ich mich. ich will auch eine Kanone haben. Die erinnert mich an Hulgur. Wegen den drei Löchern oder warum? Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. No. Hulgur? Bist du das? Keine Reaktion. Ich war mir so sicher. Die Ähnlichkeit ist unverwechselbar. Geht nicht. Die Kegel sind nicht vollzählig. Oh, dann mach noch ein Loch rein. Stimmt. Eigentlich fehlen zwei Löcher. Damit es fünf wären, aber das verstehe ich nicht. Mal hier ein Schnauzbart. Darauf lässt sich nun wirklich nicht kritzeln. Oh, nicht mit der Einstellung, Mädel. So ruiniere ich mir nur die Vorhand. Stell dich doch mal nicht so an. Ach, mit W. Es heißt also Bowling. Merkt euch das, Kinder. Bowling finde ich gut. Ich glaube, so nenne ich das ab jetzt auch. Sie ist nicht geschraubt. Sie ist aus einem Guss. Na gut, dann... Fenster ist, glaube ich, das gleiche, was wir schon mal bei Dr. Marcel hatten. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie romantisch. Nee, das ist doch ein bisschen was anderes. Dann machen wir das nochmal alles. Ja, das wäre schön. Dann könnte ich diesen Ausblick überall genießen. Leider hat man dieses Fenster sehr unhandlich designt. Und den Ausblick hat man am Horizont befestigt. So ein Dreck aber auch. Ist dieser Ausblick nicht herrlich? Hol dir einen eigenen Ausblick. Das hier ist meiner. Oh. Achso, benutzen ist das. Ah, okay, dann können wir es aufmachen. Ich wollte eigentlich, kann ich das Fenster... Ich wollte eigentlich noch mit dem Fenster interagieren. Schade. Na gut. Dann haben wir hier noch Kisten. Kartons. Was da wohl drin ist? Boah, das klingt nach... Ja, fast so als ob... Potztausend, das ist Glas. Entschuldigung. Oh, es tut mir leid. Oh, ich finde das immer noch super lustig. Da dürfte kaum noch etwas heil sein. Ist es nicht meine Schuld, wenn das so blöd verpackt ist? Der Gesprächsstoff zwischen mir und den Kartons ist begrenzt. Wir kommen aus unterschiedlichen sozialen Mikrokosmen. Genug Schaden angerichtet. Das entscheide immer noch ich hier. Was hältst du von diesen Kartons, Harvey? Ich versuche gerade nichts von ihnen zu halten. Okay, Harvey mag keine Kartons. Karton, der. Umverpackung aus Presspappe. Dann... Okay. Ja, Zerstörung! Zerstörung! Den tue ich da bestimmt nicht rein. Ich habe doch nicht gesagt, dass du ihn reintun sollst. Edna, kann ich auf den anderen auch noch schreiben? Ich sehe hier jetzt nichts Neues. Kann ich auf den anderen auch noch einprügeln? Scheinbar nicht wirklich. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Was würdest du an meiner Stelle tun, Captain Unbrauchbar? Ich würde Dr. Marcel in den Arsch treten. Comicheft. Das Comichefts, Plural Comichefte. Episodenhaftes Printmedium für grafische Witzbildliteratur. Kann ich da reinmalen? Nein, Edna, aufhören! Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Das wäre respektlos. Harvey? Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Ne, geht nicht. Okay. Da ist er. Ach so, das ist das, was viel zu kurz zu sehen ist. Ich hab's nur soll lesen können.
Oje, was? Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. Pausiert das selber, habe ich keine Lust zu. Hey, das ist kein Packpapier. Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Hä? Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Harvey wollte doch was lesen. Guck mal, Harvey, ein Comic. Yippie! Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Na gut, dann nehmen wir ihn endlich mit. Und dann müssen wir erstmal im Karton. In diesem Bild verkauft Captain Unbrauchbar seinen Gasbombengürtel bei eBay. In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar Pudelkönig von Krypton. Nein, ich will Captain Unbrauchbar mit dem Lichtschalter nutzen. In diesem Bild schaltet das E-Werk den Tiefparterre-Cave vom Netz. Nützlich Boy wird wohl wieder einmal das Geld für die Stromrechnung vorstrecken müssen. Wir haben jetzt ja Captain Unbrauchbar schon bekommen. Wollen wir... Ja, wir machen das jetzt erstmal. Da habe ich jetzt gerade mehr Lust zu. Und zwar mache ich jetzt Folgendes. Das werde ich dann und wann mal machen, wenn wir genügend Items haben. Und zwar werde ich komplett zurückgehen und alles nochmal abarbeiten mit den Items. Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, jetzt wo wir Captain Unbrauchbar haben. Das Lager gucken wir uns danach zu Ende an. Außerdem haben wir doch jetzt einen Stift, ne? Edna was hier, ja! Das malen wir jetzt überall hin. Ne? Oh Gott, das kann eine Weile dauern. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen Milben. Möchtest du was lesen, Tür? Ja, bitte, Edna. Ich hätte da dieses unterhaltsame Comicheft. Oh, bitte, bitte, gib es her. Ich bin so schrecklich allein in dieser einsamen Zelle. Aber sicher doch. Mit Freunden teile ich gerne. Das heißt... Oh, warst du nicht diese Tür, die mir immer den Weg versperrt hat? Dann vergiss es. Oh. Hier ist was zum Lesen. Oh, danke. Nein, das ist dadurch nicht weg, keine Sorge. Das hatte ich nämlich auch schon befürchtet, das letzte Mal. Stuhlbein Noah hat keine Chance gegen Captain Unbrauchbar. Das wäre ein klägliches Trostpflaster für das, was ich ihm angetan habe. Kann ich den auch noch? In diesem Bild lackiert sich Nützlich Boy die Zehennägel mit unsichtbarer Tinte. Comicheft, das Comichefts, Plural Comichefte. Episodenhaftes Printmedium für grafische Witzbildliteratur. Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Egal. Hey, das ist kein Packpapier. Du sollst... Hä? Wein. Stuhl. Achso, ja, das hatten wir schon. Aber wir hatten wir auch schon. Pinsennägel. Okay, dann... So siehst du aus. Ich schleiche mich unter Einsatz meines Lebens aus der Zelle, krieche durch enge Schächte, kämpfe gegen Muskelberge, nur um mir ein Comic zu holen, und dann setze ich mich in meine Zelle und lese? Prima Plan. Du kannst doch was anderes lesen. Hier hast du ein Lexikon. Tisch, der, Tisches, bei Tisch, beim Essen sein, am Tisch sitzen, zu Tisch gehen, Gespräche am runden Tisch. Hatten wir eigentlich mit dem schon mal unseren Inventar? Kaputtes Stuhlbein, das kaputtes Stuhlbeins, Plural kaputte Stuhlbeine. Defekter Sitzmöbelfuß. Okay. Poloschläger, der Poloschlägers, Plural Poloschläger. Pferdesportutensil. Oh, ich weiß gerade nicht, ob ich das in Part 1 schon mal alles gemacht habe. Deswegen mache ich jetzt mal nur die Sachen, die ich weiß, dass ich nicht gemacht habe. Polster, das textiler Möbelspannbezug mit Füllung zur Sitzkomfortmaximierung. Dann den Stuhl mal. Den hatten wir auch noch nicht. Stuhl, der. Stuhles, Stühle, auch kurz für Stuhlgang. Elektrischer Stuhl, der heilige Stuhl, der päpstliche Stuhl. Vergleiche R157. Was ist denn... Willst du das hier lesen? Gitter,
Das. Gittern, selten ich gittere. Vergleiche R22. Na gut, dann die Tür. Ich glaube nicht, dass die Tür etwas lesen will. Den Comic wolltest du haben. Na gut, dann muss ich hier jetzt, das muss sein, ja, das muss sein, muss hier jetzt überall hinschreiben. Es tut mir auch nur ein bisschen leid. Wer es nicht sehen will, das ist jetzt nicht mein Problem. Ich mache das jetzt trotzdem, das gehört für mich dazu. Dieser Raum muss verwüstet werden aufs Maximum. Allein dafür sind wir zurückgekommen. Darum werde ich das auch tun. Das Spiel gibt mir die Möglichkeit, also werde ich es nutzen. Und überall schreibt der Edna was hier. Könnt ihr auch irgendwo was anderes hinschreiben. Ich meine ja nur, so für die Abwechslung. So, und da haben wir es jetzt ja auch schon. Beziehungsweise ich habe den Stift noch gar nicht mit einem benutzt, ne? Oh, da geht's auch. Sehr schön, das wusste ich gar nicht mehr. Oh, noch ein Smiley. Kann ich noch mal einen hinmachen? Schade. Und das Gitter vielleicht? Gibst du mir ein Autogramm? Naja. Immerhin bin ich ein berühmter Sportler. Ein aufgehender Stern am Minigolfhimmel. Ich habe meine Meinung geändert. Ich will kein Autogramm. Irgendwie sind hier die Texte ein bisschen verbuggt, aber mein Gott, was soll's. Ich könnte es selber auch nicht besser, also sollte ich mich nicht beschweren. Außerdem versteht man ja alles noch. Ist jetzt nicht so, als wäre es unspielbar. Und es ist ja auch nur an der einen Stelle so irgendwie. So, ach, da oben die drei noch. Die hätte ich jetzt fast vergessen. So. Ich wüsste noch zwei Items, die man hier benutzen kann. Je nachdem, wie man es zählen möchte. So, sehr schön. Dann haben wir den Stift hier überall benutzt. Habe ich den am Stuhl schon benutzt? Weiß ich gar nicht. Edna was here. Das Einzige, wo es nicht draufschreibt, ist klar. Hau mal kaputt. Dummer Tisch. Kannst du den Stuhl nochmal kaputt hauen? Der Stuhl hat genug. Na gut, ich denke, dann sind wir jetzt in der Zelle fertig soweit. Captain Unbrauchbar, hast du hier noch was? Ist hier überhaupt noch irgendwas? Nö, hier ist ja gar nichts mehr. Dann kann hier Captain Unbrauchbar auch nichts haben. Achso, ich habe die ganze Zeit noch den Comic in der Hand. Sag das doch. Ich wundere mich schon, warum sie nicht weitergeht. So, dann Ventilator. Ventilator, der. Motorisierter Flügelblattrotor zur Raumklimaregulierung. Captain Unbrauchbar kämpft zwar nicht aktiv gegen Windmühlen, er ist aber auch nicht unbedingt dafür. Mal ihm Schnauzer. Schade. Der Stift schreibt nicht auf den Rotorblättern. Oh, warum denn nicht? Das wäre schön gewesen. Hier gibt es, glaube ich, gar nichts, was ich machen konnte. Das sind nur die Wege hier. Und hier war nur das Gitter, meine ich, ne? Ja, hier komme ich auch noch nicht raus. Oder, Captain Unbrauchbar, weißt du Rat? In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis. Oh Gott. Edna was here. Captain Unbrauchbar ist auch noch Steuerhinterzieher. Na toll. Er war der Auserwählte. Und jetzt das. Hatten wir hier soweit alles fertig? Wir hatten Captain Unbrauchbar damals noch nicht, als wir hier waren. Wir müssen uns deswegen nochmal alles angucken. Auf diesem Bild macht Nützlich Boy Fotos von der Unfallstelle. Vergiss oh. nicht den Lackschaden an der Stoßstange, Nützlich Boy. Nützlich Boy ist ein Gaffer. Oh, ist er wieder... Bevor ich das mache, speichere ich. In diesem Bild wickelt Captain Unbrauchbar einen Hering im Daily Planet ein. Der Daily Planet ist, meine ich, die Zeitung aus Spider-Man, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Bin ich da jetzt komplett falsch? So, jetzt probier's mal. Niemals! Das ist die Erstausgabe. Nur um sicher zu gehen. Ich sollte öfter speichern generell in dem Spiel. In diesem Bild holt Captain Unbrauchbar sein Erspartes aus der Sockenschublade. In diesem Bild macht Captain Unbrauchbar den dritten Platz im Pfahl sitzen. Dritter ist auch eine Leistung, ich meine ja nur. In diesem Bild beschwert sich Captain Unbrauchbar beim Möbelspediteur. Oh, er ist auch noch eine Karen. Captain Unbrauchbar, du warst der Auserwählte. Was ist passiert?
Wann wurde aus dir eine Karen? Nützlich Boy ist ein Gaffer und Captain Unbrauchbar ist eine Karen. Na toll. In diesem Bild wischt ein Obdachloser die Scheibe vom Honkmobil. Vorsicht, Captain Unbrauchbar! Wenn er den Smiley malt, bevor er grün ist, musst du ihm Kleingeld geben. Das Honkmobil finde ich gut. In diesem Bild rettet Captain Unbrauchbar den Piloten vor seinem Schleudersitz. Okay, wie muss ich mir das vorstellen? In diesem Bild rettet Captain Unbrauchbar die Welt vom Schreibtisch aus. Immerhin rettet er mal die Welt, ja? Ich meine ja nur, das ist jetzt mehr als ich getan habe und tun werde. Ziemlich sicher auch tun werde. Captain Unbrauchbar, was hältst du von der Pflanze? In diesem Bild gießt Nützlich Boy die Blumen vorm Tiefparterre Cave. Tiefparterre Cave, oh Gott. In diesem Bild bewacht Captain Unbrauchbar die Stadtbücherei. Beides gibt Sinnloseres, als die Stadtbücherei zu bewachen. Hatte ich den Karton schon? Ich kann nicht mehr. In diesem Bild verkauft. Ja, das hatten wir mit auf eBay verkaufen. In diesem Bild. Ja, das hatten wir auch. Hat er zu den Pins was anderes? In diesem Bild wird... Scheinbar nein. Captain Unbrauchbar erlangte seine Superkräfte, als er beim Autoradio den falschen Sender aktivierte. Da ist ein auffälliges Symbol drauf. Schmeckt nach Ananas. Ja, das war eine gute Idee, das zu trinken. O Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Schmeckt nach Ananas. Okay, Captain Unbrauchbar, hatten wir? Was passiert da? Yeah! Radioaktive Superfußnägel. Yeah, jetzt sind unsere Fußnägel stärker. Radioaktive Verseuchung. Die. Hey, hier ist ein Foto von Hulgur. Willst du davon etwas probieren, Harvey? Oh ja! Dann mutiere ich bestimmt zu einem Superwesen. Für mich bist du bereits ein Superwesen, oh. Harvey. Oh, ihr seid so süß zusammen. Ich tunke ihn nur kurz rein. Sieh mal, Harvey. Der alte Schlüssel strahlt wie neu. So, jetzt sind alle meine Waffen auch noch atomar. Ich sehe auch noch radioaktiv. Ich sehe nicht, wie das schief gehen könnte. Das ist schon markiert. Ja, aber die Markierung muss halt tausende von Jahren halten und das wird nicht funktionieren. Ich tunke ihn nur kurz rein. Sieh mal, Harvey, jetzt habe ich eine radioaktiv mutierte Superwaffe. Ich meine, wir hatten Harvey doch vorher schon. Oh ja, darf ich? Nein, erinnere dich daran, was das letzte Mal passiert ist? Kein Ohrhase. Nette Farbe. Ich will den nicht, der ist kaputt. Oh, schade. Ich hätte gern mitgenommen. Hallo, Mixer. Der ist kaputt. So sind die Texte für die neuen Star Wars Filme entstanden. Wann kam das Spiel raus? Oh Gott. Das Statement ist, glaube ich, sehr gut gealtert. Oh, jetzt ist der einfach da drin, ne? Nein, Edna, aufhören! Du darfst nicht in... Achso, ich hab... Ich glaube... Nein, ich wollte das so gar nicht. Moment, den Stift. Nein, zu wertvoll für den Mixer. Nein, das würde den Mixer nur noch mehr kaputt machen. Ja, und wo ist das Problem daran? Das sehe ich nicht. Nein, da... Okay, dann brauche ich einen neuen Fußnagel. Ja, dann fangen wir endlich mal mit Bobo an. Ich warte ja schon die ganze Zeit drauf. Hey! Du bist auch nicht gerade Miss Multiversum. Hallo? Hallo Edna. Was führt dich zu mir? Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein. Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Zu Bobo Bodenramme. ich mag Bobo. Bobo ist ein super Charakter. Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar.
Das macht doch so viel mehr Sinn. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Ciao, Bobo. Oh, Bobo, sag doch was. Bobo, willst du was lesen? Nein. Bobo, willst du was lesen? Nein, Moment. Captain Unbrauchbar und Bobo, jetzt. Nein, danke. Ich kenne es auswendig. Es war das Einzige, was es hier drin zu lesen gab. Oh, da musst du ja ein echter Fan sein. Gehirn, das grau bezählter IQ-Container. Ein menschliches Organ, das den Besitzer befähigt, Talkshows wegzuschalten. Ah, den Spruch finde ich super. Hast du Hunger, Bobo? Süß. Da ist, glaube ich, viel Kalk drin oder irgendwie so. War das nicht so? Was hältst du davon, Harvey? Es ist ein Hirn in einem Glas. Wahrscheinlich gehört es Holgor. Das widerspricht sich. Entweder du benutzt dein Gehirn oder du benutzt ein kaputtes Stuhlbein. Okay. Kann ich den Schnauzbart malen? Hey, Pfoten weg. Huch. Wag das ja nicht. Huch. Na gut. Die Wäsche hatten wir noch gar nicht. Stimmt. Kann ich auch noch machen. Ein Haufen weißer Kittel. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. So weich. Mit Schmusi weich Ultra gewaschen? Nein. Mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Ach ja. Atomfrisch. Ah. Und der Geruch bleibt auch noch tausende von Jahren. Sehr schön. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Wäsche. Die. Sammelbegriff für Bekleidungstextilien. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Ah, ich mag das Spiel. Da liegt er gut. Gut, dass ich so viele Füße habe. Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Wir finden schon noch Faschingskostüme, Harvey. Den ganzen Wäscheberg zu zerschlitzen, würde ja direkt in Arbeit ausarten. Dafür ist mir meine Zeit dann doch zu kostbar. Ach, aber in der Zelle alles kaputt machen. Das sind mir die richtigen. So. Was ist eigentlich aus der guten alten Tradition des Teppichausklopfens geworden? Ein weiteres Opfer des Millennium Bugs. Du bist der Millennium Bug. Millennium Bugs Bunny. Kann ich hier oben auf die Hand auch nochmal schreiben? Na, scheinbar nicht. Na gut. Alf mache ich zuletzt. Wir machen jetzt erstmal die Reagenzgläser. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Ja, bei mir war es genauso. Und es ist bis heute nicht anders. Oh! Keine Reaktion. Ah. Ich wusste, dass der kommt, aber der ist immer noch so blöd. Ah, oh, ich hasse es. Ah, oh, wenn ich noch mal Chemie hätte, würde ich den wiederbringen. Oh Mann. Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Chemie, die Lehre der Elemente. In diesem Bild tritt Captain Unbrauchbar auf Nützlich Boys Chemiebaukasten. Mal gucken, ob es eine Reaktion gibt. Enttäuschend. Ich mach den kleinen Schädel, der hier war. Guck mal, Harvey, ein Chemiebaukasten. Yippie! Lass uns Gold in Blei verwandeln. Okay, wir brauchen Gold. Wir kriegen, glaube ich, sogar Gold im Spiel später. Über chemische Kriegsführung denke ich später nach. Wenn sich mein Arsenal für die psychologische Kriegsführung erschöpft hat. Das kann, glaube ich, eine Weile dauern. Ich markiere die Flaschen mit ungiftig. Das ist fies. Nein, will kaputt hauen. Will alles kaputt Über machen. Über chemische Kriegsführung denke ich später nach.
wenn sich mein Arsenal für die psychologische Kriegsführung erschöpft hat. Okay, dann würde ich sagen, fehlt nur noch die Alf-Puppe. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren, aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis, aber... Alf, Alf, Alf... die Seite fehlt. Das Lexikon hat auch seinen Stolz. Müsste ja recht weit am Anfang sein. In diesem Bild verliert Captain Unbrauchbar den Kontakt zu einer außerirdischen Lebensform. Meine Güte, ich muss ständig neue Fußnägel kauen, weil Edna sie immer überall verbrät. Was hältst du davon, Harvey? Igitt, ein Frosch. Das ist doch kein Frosch, Harvey. Das ist Alf. Ach nee, er ist Gedächtnis verloren und jetzt plötzlich Zoologie-Professor, oder was? Ja, ich meine, er hat einen Punkt. Oh, bitte, lass mich ihm das Fell zerfetzen. Na sowas, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber noch nicht. Ich will, dass er sich noch etwas in seiner Angst windet. Oh. Oh, bitte, lass mich ihn zu Klump klopfen. Na sowas, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber noch nicht. Ich will, dass er sich noch etwas in seiner Angst windet. Mist, er ist zu haarig, um ihn zu bekritzeln. Nicht einmal die Freude lässt er uns. Oh, so ein Spielverderber. Na gut, dann glaube ich, haben wir hier auch jetzt alles? Ja, ich denke schon. Dann gehen wir mal raus aus dem Fenster. Und hier hatte ich zuletzt auch aufgehört, wo es dann die Tonprobleme gab. Deswegen möchte ich jetzt erstmal speichern. Machen wir nochmal hier. Passt schon. Und das hier ist, glaube ich, dasselbe. Egal. Und ich glaube, man konnte hier nämlich auch... Stimmt. Das könnte ich eigentlich langsam auch mal wegwerfen. Autsch! Upsi. Ich mag es, dass jemand auf den Kopf gefallen ist, aber ich will das natürlich behalten. Deswegen laden wir den Spielstand kurz neu. Ich möchte das nämlich mit allem probieren immer noch. Das werfe ich bestimmt nicht weg. Es könnte noch nützlich werden. Na gut. In diesem Bild bekämpft Captain Unbrauchbar die Gravitation. Vorsicht, Captain! Sie schleicht sich von hinten an! Genau, so funktioniert Gravitation. Nicht doch. Harvey ist mein bester Kumpel. Achso, warte, das war Stuhlbein, das habe ich ja schon gezeigt. Den Stift. Den werfe ich bestimmt nicht weg. Der könnte noch nützlich werden. Ich kann ja mal so viel verraten, man kommt später noch nach unten. Ich fände es cool, wenn man dann die Items da wieder sammeln könnte. Kann man aber leider nicht. Den werfe ich bestimmt nicht weg. Der könnte noch nützlich werden. Ist hier sonst noch irgendwas, wenn es Dachkante? Achso, da kann ich hin. Ah, ich kann hier drumherum. Okay. Dann ist hier ja sonst gar nichts. Das andere sind alles Wege. Dann gehen wir mal hier nach rechts. Moment, war hier gerade... Habe ich was verpasst? Hier ist gar kein Poki. Oh. Mensch, was ist das? Die neue Version, die Remastered Edition. Ich bin fies, ich weiß. Na gut, dann hören wir hier erstmal Poki. Ja, dieser Screen ist vielleicht nicht der am hübschesten oder perspektivisch richtigsten gezeichnetste, den ich jemals gemacht habe. Aber er gefällt mir deswegen so besonders gut, weil man halt schon sehr früh im Spiel halt so ein bisschen Überblick darüber bekommt, wo geht's überhaupt noch hin in dem Spiel. Man kann von dieser Position halt tatsächlich bis zum Ende des Spiels sehen. Man ist halt quasi noch am Startpunkt, also irgendwo in diesem Turm, irgendwo unter diesen Dachsträgen muss sich halt Annas Zelle befinden. Aber man sieht halt hinten schon Locations wie zum Beispiel den Carpool rechts unten im Bild, den man halt erst später erreicht, oder noch viel später außerhalb der Mauern kann man eigentlich schon Ednas Weg vorahnen. Und Edna kommentiert das Ganze auch entsprechend, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Und es hat mich immer sehr gefreut, was ist jetzt gerade halt endlich mal in die Luft gekommen und hat halt einfach noch nicht sehr viel erreicht. Da liegt noch ein großes Spiel vor ihm und er muss erstmal wieder rein und durch dieses Irrenhaus durch.
Ich hoffe, dass dieser Screen irgendwie motivationssteigernd wirkt. Aber ich hoffe auch ziemlich viel anderen Quatsch. Einen dritten Ghostbusters-Teil zum Beispiel. Okay, das Statement wiederum ist nicht so gut gealtert. Wie viel haben wir jetzt? Es gab zwei, dann das, wo alle Frauen waren. Und jetzt Ghostbuster Kids, oder wie sich das nennt, wo es die Kinder von denen sind. Ach, ich kann mit der Ferne Dinge benutzen. Ich werde es wahrscheinlich gleich wieder wegwetten. Ferne, die. Ort der Fragestellung, warum hinschweifen? In diesem Bild schweift Captain Unbrauchbar in die Ferne. Hatte ich Captain? Achso, ja, er kämpft gegen die Gravitation. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Stimmt, hatte ich gemacht. Meine Güte, bestimmt doch nicht die ganzen Dinger weg. Die muss ich immer wieder neu machen. Unmöglich. Das ist zu weit weg. Nichts ist unmöglich. Außer Dr. Marcells Hosen. Erstmal Fußnägel knabbern hier auf dem Dach. Unmöglich. Das ist zu weit weg. Nichts ist unmöglich. Außer. Und, Unmöglich. Nicht. Okay. Außer. Verlier's doch nicht. Sehr schön. Erkennst du davon irgendetwas wieder, Harvey? Aus dieser Perspektive sieht alles ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, da hinten muss irgendwo unser Zuhause sein. Achso, stimmt, ich hab mir das ja gar nicht angesehen. Da ist ein Wald hinter der Mauer. Dann ein Fluss, über den eine Brücke führt. Ich erkenne einen Friedhof und eine Kirche. Und dann Häuser. Ist das da unser Haus? Ich muss dringend nach Hause. Was auch immer Dr. Marcel vertuscht. Dort werde ich den Hinweis finden, der mir hilft, mich zu erinnern. Wenn es doch nur so einfach wäre. In die Polia Doomsday-Dits geht sowas ähnliches, ich sag's dir nur. Warte dort, ich komme runter. Es muss einen besseren Weg geben als den direkten. Ich benutze das als Ansporn. Okay, dann haben wir gleich mit der Ferne alles. Hier ist nochmal das Gitter unten. Ah, ich kann hier also wieder Sachen wegwerfen. Aber kann ich das Gitter... Siehst du, von außen ist es festgeschraubt, ne? Gitter. Da, ja, Gitter. Was? Was? Harvey hat was dazu gesagt? Moment, das ist neu. Gitter. Das. Gitters. Gitterbettchen. Gitterfenster. Gittern. Selten. Ich gittere. Vergleiche R22. Ich gittere? Ich gittere, ich gittere. Sagt mir jetzt auch nichts. In diesem Bild kommt Nützlich Boy wegen Schwarzarbeit hinter Gitter. Das Ding heißt auch Gitter, ist aber was anderes. Na toll. Irgendwann schreibe ich nochmal ein Buch über diese Dinger. Schlag es ein. Nein, damit lässt sich das Gitter nicht aufbrechen. Ach, also mit anderer Gewalt, verstehe. Nein, damit lässt sich das Gitter nicht aufschrauben. Harvey, töte es. Was hältst du davon, Harvey? Verfluchte Gitter. Ich hasse sie alle. Dann halt damit. Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Ja, und jetzt sind wir hier in dem Screen. Den kennen wir ja schon. Dem war ich oft wegen den ganzen Aufnahmetests. Na, hier. Genau, hier wollten wir hin, zu der Satellitenschüssel. Okay. Alles, was ich über das Fernsehen weiß, habe ich übrigens in die Item-Reaktion mit dieser Antenne gepackt. HW hat sehr viel Wissenswertes zum Thema Fernsehen zu sagen. Benutzt einfach alles mit dieser Antenne. Dann seid ihr schlauer. Dann machen wir das mal. Sie sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Ich empfange auch so schon genug. Also, Frau Antenne, kommen wir zurück auf diese elektromagnetischen Wellen, von denen Sie sprachen. Befinden Sie sich gerade in diesem Raum? Können Sie mit ihnen kommunizieren? Sie sind da! Ich schwöre es Ihnen! Das ist fies. Das ist fies. Antenne, die. Siehe auch Empfangsverstärker. Was passiert, wenn ich die benutze? Gleichzeitig ganz in der Nähe. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Was zum Kuckuck?
Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Dann muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Oh, das ist was für ganz, 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 ganz später. Und wenn man das nicht gemacht hat, oh, da wäre ich aber auch nicht mehr drauf gekommen dann. In diesem Bild kündigt Captain Unbrauchbar seinen Kabelanschluss. Guck mal, Harvey, eine Antenne. Cool. Jetzt können wir mit dem Mutterschiff Kontakt aufnehmen. Sieh her, Harvey. So kann die Regierung Piratensender ausspionieren. Ach, da hätte ich auch von allein drauf kommen können. Sieh her, Harvey. So werden Zeichentrickfilme übertragen. Oh. Ja, genau so. So und nicht anders. Oh Gott, dieses Spiel macht mich Sieh fertig. Her, Harvey. So kann man die Frequenz einstellen. Mit einem Fußnagel. Na klar. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Hau kaputt. Okay. Also wir haben schon mal an der Antenne rumgespielt. Und wir kommen jetzt bei dem anderen Raum rein. Ich weiß immer noch nicht, was mir das bringen soll, wenn ich ehrlich bin. Gehen wir mal hier runter. Hier war ich jetzt auch noch gar nicht. In der letzten Aufnahme, die nichts wurde. Ja, der Charakter Stiese ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfiguren in Edna bricht aus. Der möchte gern Profi-Minigolfer, dem es nicht vergönnt ist, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, der nämlich richtiger Profi-Minigolfer war und diesen Komplex mit sich rumträgt, während er sich Edna gegenüber wie der große Mac aufführt, ist eine der komplexesten Randfiguren. Also unnötig komplexesten Randfiguren der Computerspielgeschichte, wie ich hoffe. Unnötig komplex. Ich glaube, ich schreibe mir diese zwei Worte mal irgendwo auf und hänge sie mir übers Bett und meditiere darüber. Ja gut, kommen wir hier überhaupt um die Ecke? Weil ich meine doch, dass... Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Das habe ich befürchtet. Das hätte ich vielleicht so nicht machen sollen. Warte gefälligst! Was ist, wenn ich ihm entgegenkomme? Ich will es mal drauf anlegen. Er steht jetzt einfach hier. Okay. Tja, ich hätte da ja noch gewisse Überredungsmöglichkeiten. Aber erstmal schaue ich mir ihn an. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Reden wir doch einfach mit ihm. Das klappt so nicht. Meine Güte, was klappt denn in diesem Spiel hier? Harvey? Das klappt so nicht. Dann halt doch mit Gewalt, wenn mich das Spiel nicht anders lässt. Das klappt so nicht. Ja. Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Also er kommt hinter uns her. Ich meine, so grob mich noch zu erinnern. Da muss ich jetzt nicht hier auf ihn warten. Ach doch, ja. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Da musst du schon früher aufstehen. Yep. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Willst du mich verarschen? Du weißt nicht, wie ich entkommen konnte? Hast du dir die Zelle mal angeschaut? Entweder bist du blind auf beiden Augen und blöd, oder eine andere Möglichkeit habe ich auch nicht, um das zu erklären. Na gut. Dann weiß ich zumindest grob wieder, was ich machen musste. Man kann ja die Säule verschieben. Darauf läuft das hinaus. Diesmal muss ich halt nur ein bisschen schneller sein. Vielleicht kann er einen auch nur in dem Lagerraum erwischen oder so. Na gut, nochmal. Hey! Hallo. Ich bin dann mal weg. Warte, gefällt! Dann hier rein. Und dann jetzt schnell aus dem Fenster.
hoffen wir mal, dass er uns dabei verfolgt. Ach, da ist er ja. Was soll das? Komm sofort wieder rein. Du brichst dir noch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Na gut. Aber was er nicht weiß, ist, dass es hier einen zweiten Weg gibt, den wir hier rumkriechen können. Und wir sind wieder im Büro drinne. Und es ist schön, dass wir den Comic und sowas alles mitgenommen haben, weil jetzt schieben wir ja die Säule dahin. Kommt der jetzt nicht mehr raus? Wie ist das denn jetzt? Harvey, sag du mal was dazu. Was hältst du von dieser Säule, Harvey? Kitschig. Hier fehlt irgendwas noch, damit ich das... Nee, irgendwie ist der Plan noch nicht so ganz perfekt, wie ich es gerne hätte. Ich glaube, da fehlt noch irgendwas. Ich glaube, er kommt da trotzdem noch raus. Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung die Tür aufging. Die sieht aber eher so aus, als würde sie nach innen aufgehen, also so in den Raum rein. Ist er jetzt noch hier? Ja, er ist noch hier. Ich kann ja jetzt nochmal mit ihm reden. Tiger Woods Jr. blockiert das Fenster. Und er sieht wütend aus. Ich komme ihm lieber nicht zu nah. Wie lange willst du dann noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe, natürlich. Es gibt nur zwei Wege von diesem Dach. Und einer führt an mir vorbei. Aber glaub mir, der andere ist noch schmerzvoller. So oder so. Du kannst nicht ewig da draußen bleiben. Wieso? Was willst du dagegen tun? Willst du die Klimaanlage ausstellen? Apropos, du solltest nicht so lange am offenen Fenster stehen. Ein Vogel könnte sich in deiner Hohlbirne einnisten. Oh, du... Mach's gut, ich gehe meine Freiheit genießen. Ich will die anderen Sachen auch noch in den Kopf Wie lange werfen. Willst du dann noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe, natürlich. Es gibt nur zwei und einen, aber glaub... So oder so. Wieso? Willst du mich zu Tode langweilen? Da hätte ich gleich einen Vorschlag. Du könntest mir noch etwas über Minigolf erzählen. Schlappnase. Oh, du... Mach's gut, ich gehe meine Freiheit genießen. Oh, los, ich will noch weiter beleidigen. Wie lange willst du... Aber so... Wieso? Willst du tief Luft holen und mich vom Dach pusten? In dem Fall stehen die Chancen 50-50. Was tötet mich zuerst? Der Aufschlag oder dein Mundgeruch? Oh, du... Mach's gut. Oh Gott, Edna ist so echt fies. Wie lange willst Liebes. Du... Liebes. Aber glaubst so du... Wieso? Willst du den Telefonjoker nehmen? Du könntest jemanden anrufen, der nicht so eine Memme ist wie du. Ein 5-jähriges Mädchen zum Beispiel. Oh, du... Mach's... Ja, du kannst ja Lilly anrufen. Die wird dir bestimmt helfen. Wie lange willst du... Aber so... Wie... Vergiss es. Ich will's gar nicht wissen. Na gut. Ah nee, hier rum wollte ich gar nicht. Das ist natürlich nur... Das habe ich nur gemacht, um ihn weiter zu verwirren. Damit er nicht weiß, dass ich eigentlich hier lang will. Er weiß halt aber auch noch von dem zweiten Weg. Das ist ja der Witz daran. Jetzt würde ich nicht mehr ins Lager zurückkommen. Oh, das ist ja gut, dass ich den Comic mitgenommen habe. Das wäre ja sonst echt ärgerlich. Na, was ist denn jetzt? Läuft der Stream gerade noch, so wie ich das möchte? Bei mir gerade nämlich nicht so. Refresh mal. Okay. Jetzt sind wir aktuell. So aktuell, wie es gerade geht. Edna blinzelt zwischendurch. Na, komm, Stream. Komm. Sollte doch eigentlich alles funktionieren. Ah, jetzt. Ja. Hm. Okay. Sollte passen. Hoffe mal, dass es passt. Wenn nicht, ist mir jetzt auch egal. Ich habe lang genug damit rumgemacht. Ich will jetzt auch einfach mal Edna spielen. Dann ist die Aufnahme halt unanschaubar. Mein Gott, ich nehme es jetzt nicht noch ein drittes Mal auf. Ah, jetzt ist er weg. Wunderbar. Nicht so schnell, Süße. Hab ich dich doch noch erwischt.
Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch! Da musst du schon früher aufstehen. Yep. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Also wir müssen noch was auf das Podest legen. Das meine ich, es war so. Nur ich weiß nicht mehr sicher, was. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass er die Klinke nicht mehr drücken kann. Wie war das denn? Oder will ich ihn hier... Nee, ich kann ja die mit der Säule einsperren. So war das ja gedacht. Da kommt man ja auch relativ schnell drauf eigentlich. Hey! Oh, ich... Dann jetzt aber mal überlegen. Warte, gefällt! Ich warte, wenn ich warten will. Du hast mir rein gar nichts zu sagen. Du bist nicht mal meine echte Mama. Weiß auch nicht, wo das gerade herkam. Ist er jetzt denn überhaupt schon da? Ah, okay. Er ist hier, komm, sobald so ich hier lang gehe. Ja. Blablabla. Labert ihr nur ein bisschen. Ich kriege mal wieder hier durch. Ich meine, es ist, glaube ich, schon sehr schmerzhaft, über diese Dinger hier, diese Riemen da zu klettern, aber... Besser als der Verrückte mit dem Golfschläger. Ich meine ja nur. So, dann benutzen wir die Säule. Und... das Buch. Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum... Hey! Was soll das? Ich bin hier noch drin! Hallo! Holger! Dr. Marcel! Irgendwer! Sehr schön. Nur, ich hätte halt auch gerne das Buch eigentlich noch mitgenommen, wenn ich ehrlich bin. Das kann ich jetzt gar nicht mehr? Och, Manu, ich wollte das Buch noch mitnehmen. Kann ich ihn jetzt verspotten? Kann ich jetzt aufs Dach gehen und ihn anspucken oder sowas? Oh, ich hab doch Fußnägel! Ah, ja. Oh. Ah, ja, ich hab doch Fußnägel. Lass dich jetzt mit Fußnägeln abwerfen. Beziehungsweise, ich hab die Items gar nicht mit ihm benutzt, ne? Sieh dir diesen Stiesel an, Harvey. Für dich immer noch Junior von Stiesel. Gesundheit, wenn du das wollen wolltest. Tritt zurück, oder du bekommst mein angespitztes Stuhlbein zu spüren. Ich schaudere. Gibst du mir ein Autogramm? Na klar, Süße. Komm einfach rüber, zu mir ins Fenster. Vergiss es. Dein Autogramm interessiert sowieso nur die Typen vom Sozialamt. Was hältst du von einem Duell? Na klar, Süße. Komm einfach rüber, zu mir ins Fenster. Vergiss es. Willst du vielleicht etwas lesen? Gute Idee, Schätzchen. Ich stehe total auf Captain... austauschbar. Komm einfach rüber und gib mir das Heft, yep? Ich trau dir nicht. Ich behalte das Comic-Heft lieber. Ich hätte das Buch mit ihm benutzen sollen, verdammt. Jetzt ist es zu spät. Hey, lass das. Du findest das wohl lustig. Yep. Ja. Yep. Ja, ich auch. Ich schließe mich da nur an. Tiger Woods Jr. blockiert und er sieht... Kann ich jetzt nochmal was Neues mit ihm reden? Ah, du... Mach's gut, ich gehe meine Freiheit genießen. Na gut, hier kommt nichts mehr. Ja, Holger, glaube ich. Wird er irgendwann aufwachen und dann wird er ihn dann wahrscheinlich dann rausholen. Ich glaube nicht, dass er aufs Dach geht. Halte ich dann doch für sehr unwahrscheinlich. Es ärgert mich aber um das Buch. Ich hätte das Buch wirklich gerne mitgenommen. Mano. Das einzige Buch, das ich mal haben will. Und dann sowas. Jetzt kann ich hier auch mit... Ja, jetzt kann ich die Tür mal von außen ansehen. Das ist offensichtlich die Tür zu meiner Zelle. Ich hatte mir diese Seite anders vorgestellt. Inwiefern anders? Eine Tür kann man zwar immer gebrauchen, aber diese hier kann ich einfach nicht ausstehen. Na gut, red mal darüber. Was sagst du nun, Tür? Ich bin draußen! Ha, sie schmollt. Auch von dieser Seite verschlossen.
In diesem Bild rennt Captain Unbrauchbar offene Türen ein. Das ist nicht so eine Redensart. Diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Noch nicht. Aber wenn wir mit ihr fertig sind. Sieh mal, Harvey, noch eine Tür. Ich hasse sie alle. Ich auch. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade, kein Kratzer. Sehr schön. Nimm dies, wie... Na gut, kann ich mit dem Stuhl was machen? Ein stuhliger Stuhl. Stuhlvolles Beispiel der Stuhlhaftigkeit. Ja, würde ich so unterschreiben. Da, wo ich hin will, gibt es bestimmt viel tollere Stühle. Würde ich wahrscheinlich auch unterschreiben. Na, mein vierbeiniger Freund? Oh, mein vierbeiniger... Oh, dieses Spiel ist manchmal echt... Nee. Keine Zeit zum Ausruhen. Och, gönn dir doch mal 5 Minuten. Was hältst du davon, Harvey? Ich glaube, es ist ein Pferd. Glaubst du? In der Kommandozeile stand Stuhl. Zähl die Beine. Es muss ein Pferd sein. Das finde ich jetzt cool, wenn in der Kommandozeile jetzt Pferd stünde. Das finde ich witzig. Dieser Stuhl hat sie noch alle. Im Gegensatz zu gewissen anderen Personen. Das macht zwar Spaß. Achso, das hatten wir schon. Was ist da? Achso, ein Smiley, okay. Polo spielt man zwar im Sitzen, aber ich glaube, ich weiß trotzdem nicht, was du damit bezweckst. Als ob ich damit irgendwas bewusst bezwecken will. In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. Oh. Der ist nicht geschraubt, sondern nur lose ineinander gesteckt. Na gut, dann glaube ich, war das in dem Raum. Ja, dann gehen wir nach unten. Freiheit! Es ist ja fast schon die Freiheit. Ja, wenn man alles selbst zeichnet und kein Budget zur Verfügung hat, dann kann man auch eine Reihe von Räumen zeichnen, die überhaupt keinen spielerischen Wert haben. Außer, dass sie halt ein paar mehr Ausgänge zur Verfügung stellen. So ein Raum ist dieser hier. Ich mag ihn. Ach mein Gott, scheiß auf spielerischen Mehrwert. Muss ja auch nicht immer sein. Ist hier... Sichtfenster, runter, Tür, hoch, Flur. Gehen wir mal. Was ist das denn? Ah. Oh, oh. Da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Um ehrlich zu sein, bin ich eine entlaufene Irre. Entlaufene Irre. Ja, ja. Hör mal, Neuer. Wenn du nur zum Herumblödeln gekommen bist, kannst du auch genauso gut wieder gehen. Er beachtet mich gar nicht. Er starrt wie gebannt zur Monitorwand. Vielleicht kann ich mir unbemerkt den Schlüssel schnappen. Hey, Finger weg! Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? Schon mal was von Thor, Gott des Donners, gehört? Na gut, Thor. Da kannst du ja auch einen blitzartigen Abgang machen, nicht wahr? Ich störe ja nur ungern. Fass dich. Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? War ein Scherz. Ich bin natürlich doch der Neue. Langsam gehst du mir echt auf den Geist. Sag endlich, was du willst und dann verschwinde. Nein, das macht Spaß. Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? Ach so. Das ist alles das Gleiche. Ich bin schon weg. Genau. Nerv jemand anderen. Poki, sag du mal was zu ihm. Oh, in diesem Raum ist sehr viel zu erzählen. Also erstmal ist hier das ganz prominent an der Monitorwand. Das wohl absurdeste und am meisten kritisierteste Rätsel, was es in Edna bricht, ausgibt. Findet es selbst raus und bitte hasst mich nicht dafür. Und zweitens ist hier natürlich ganz prominent im Bild der Wächter namens Blase, mit dem es einen aus meiner Sicht gelungensten Dialoge gibt.
Ich fand einfach die Idee toll, dass man versuchen muss, an den Generalschlüssel zu kommen, der ihm da am Gürtel baumelt, indem man halt versucht, ihn zu überreden, dass er doch eigentlich aufs Klo müsste, weil er halt den ganzen Wasserboiler leer getrunken hat. Ich habe da selbst halt eine Art sadistischen Spaß bei entwickelt, halt einfach ihn irgendwie immer weiter mit diesen Dialogoptionen zu quälen, wo man ihn halt irgendwie auf Wasser ansprechen kann und halt irgendwie, dass alle Gesprächsoptionen darauf hinauslaufen, dass ein Bild vom, ich weiß gar nicht, wie oft ich auf Toilette gegangen bin, als ich diesen Dialog geschrieben habe. Auch bemerkenswert ist vielleicht das Gespräch mit dem Mülleimer hier. Das war so eine dieser Situationen, wo ich halt irgendwie um 3 Uhr oder 4 Uhr nachts, während ich die Texte geschrieben habe, also schon längst mit dem Zeichnen fertig war, mir halt irgendwie eingefallen ist, ja so, was schreibst du denn da jetzt? Jetzt redet sie auch noch mit dem Mülleimer. Und dann ist mir eingefallen, ja, könnte doch halt irgendwie so ein Oscar aus der Mülltonne in diesem siffigen Wasserbecher-Gewusel halt irgendwie wohnen und einfach zurücksprechen. Das wäre halt sehr überraschend. Dann tatsächlich habe ich diesen Gedankengang nicht so gedacht, sondern tatsächlich habe ich plötzlich angefangen zu kichern. Ich habe irgendwie 5 Minuten gekichert und dann war ich mir ziemlich sicher, ich muss das machen, auch wenn es totaler Wahnsinn war, halt dann plötzlich wieder anzufangen zu zeichnen und halt irgendwie diesen Oscar, wie er halt irgendwie aus der Mülltonne kurz rauskommt und dann noch eine Talk-Animation, das Ganze einzubauen. Während ich halt eigentlich schon längst an den Dialogen geschrieben habe, also an den Objekttexten. Aber einfach, weil ich selbst halt so gekichert habe, habe ich gedacht, das musst du machen, das kannst du jetzt nicht weglassen. Dann habe ich das noch gemacht, dann war ich halt noch 1 Stunde länger auf oder 2 oder ich weiß nicht mehr. Ich merke gerade, ich habe ein paar Frames ausgelassen, 16% hier knapp. Ich bin überlegen, möchte ich mir die Blase-Sachen noch anhören? Weil ich muss selber gerade eigentlich mal aufs Klo. Das könnte interessant werden. Ich mache natürlich erst was mit Oskar, das zeige ich jetzt erstmal. Hallo? Jemand zu Hause? Huch! Verschwinde! Das ist meine Mülltonne! Habt ihr das auch gesehen? Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Die Auswahl ist groß. Ich nehme ein besonders siffiges Exemplar. Yay. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seid war gelogen. Ich wollte... Da ist nur ein Jahr... Kann ich den gleich wieder wegwerfen? Ich lege ihn einfach zurück, als wäre nichts gewesen. Was? Das geht tatsächlich. Warum geht das? Der ist genauso siff und bestimmt genauso nutzlos. Oh, Entschuldigung. Das hatten wir gar nicht. Ich dachte, das wäre jetzt derselbe Text wieder. Der ist genauso siffig wie der letzte. Und bestimmt genauso nutzlos. Dann können wir den mit Wasser füllen. Leer. Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach nein. Leer. Blub, blub. Blub, blub. Leer. Dann mach kaputt. Yippie! Lass uns hier drin eine Überschwemmung verursachen. Ach, Harvey. Der Wasserspender ist doch ganz leer. Oh. Ach ja. Ich mag es, dass sie überall Edna draufschreiben kann. Der schreibt noch. Achso, man wirft da Sachen weg. Oh, dann habe ich Angst um meinen Stuhl. Weil Moment, dann speichere ich vorher nochmal. Hier war, glaube ich, ganz gut. Na gut. Es ist immerhin kaputt, oder? Ja, das habe ich befürchtet. Nee, der schreibt nur. Ich lade es gleich neu. Vorher will ich noch ein paar Sachen probieren. Niemals! Der Poloschläger ist meine einzige Waffe im Kampf gegen das Unrecht. Niemals! Das ist die Erstausgabe! Huch! Untersteh dich! Das ist mein Zuhause und keine Müllkippe! Naja, okay, es ist eine Müllkippe. Aber wage es ja nicht, sie zu beschmutzen, du Cretin! Habt ihr das auch gesehen? Was ist denn ein Cretin? Und wenn das keine Müllkippe ist, kann ich meinen Stuhlbein dann zumindest wieder haben? Bitte? Nein, na gut, dann halt nicht. Stift Harvey habe ich noch nicht benutzt. Aber nicht doch.
Harvey ist noch gut in Schuss. Guck mal, Harvey. Ein leerer Wasserspender. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach, nein. Okay, dann lade ich jetzt erstmal den Spielstand wieder neu. Ja, den. Dann habe ich auch mein Stuhlbein wieder. Sehr schön. Da ist es ja. Oh, es wird so oft verloren gehen. Irgendwann werde ich keine Lust mehr haben. Jede Wette. Die Pflanze will ich mir mal hinsehen. Bei der Luftfeuchtigkeit hier drin fühlt sie sich offensichtlich sehr wohl. Sperrig und nutzlos. Ich lasse es bleiben, wenn's recht ist. O Flora, Göttin aller Sandalenträger, hörst du mich? Was wünschst du, Sterbliche? Ich würde gerne etwas über meine Wurzeln erfahren. Du trägst die Wahrheit bereits in dir, Edna. Die ist bloß Dekoration. Was hältst du davon, Harvey? Abendbrot. Und ich dachte, du isst nur Süßigkeiten. Ich esse immer das, womit ich den größten Schaden anrichten kann. Ja, seht ihr, allein davor hat sich das gelohnt, Stuhlbein aufzuheben. Sehr schön. Noch mehr kaputt machen. Lass uns die Pflanze umklopfen. Es heißt umtopfen, Harvey. Ich weiß, was ich gesagt habe. In diesem Bild gießt Nützlich Boy die Blumen vorm Tiefparterre-Cave. Hatte ich den schon mit dem Wasserspender? In diesem Bild sucht Captain Unbrauchbar die Herrentoilette. Hatte ich noch gar nicht. Interessant. Hab ich den schon? Mist, so bekomme ich den niemals auf. Für den Wechselbehälter braucht man einen dreibärtigen Vierkant-Imbus mit Bartzotten. Ja, genau. Hier, ein wenig Dünger. Im Fernseher kann ich noch was machen. Blase machen wir zuletzt. Der Fernseher ist aus. Ich hätte nicht die Satellitenschüssel schon mal vorher kaputt machen sollen, aber das wusste ich nicht mehr. Gibt's den nicht als Flachbildvariante? Kein besonders ansprechendes Design. Harvey guckt am liebsten Filme über Ponys. Über fleischfressende Zombie-Ponys. Schade, dass nur ich ihn hören kann. Er ist so niedlich, wenn er über Ponys redet. Die Filme würde ich mir auch ansehen. Das kaputte Stuhlbein guckt gerne Unfallshows. Wenn andere auf die Fresse fliegen, könnte ich mich jedes Mal beömmeln. Oh, das würde alles fehlen, wenn man das Stuhlbein wegwirft. Warum ist das so? Was soll das denn? Vor allem, jetzt hat hier jeder Gegenstand, was er am liebsten guckt, oder was? Das finde ich super. Der Wasserbecher mag Gerichtsshows. Inhaltslos? Die sind nicht inhaltslos. Die sind manchmal ganz schön clever. Ich muss den Wasserbecher füllen und zurückkommen. Captain Unbrauchbar guckt gerne, wer wird Millionär? Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Der Fußnagel schaut gerne Thriller. Die sind so spannend. Ich könnte mich selbst abknabbern. Oh Mann. Der Stift guckt am liebsten Romanverfilmungen. Aber sie gefallen mir nicht. Sie werden dem Buch nie gerecht. Oh, dieses Spiel ist so durch. Der Poloschläger guckt am liebsten Tierfilme. Ich will es nicht leugnen. Ich mag Pferde. Ah, okay, deswegen. Harvey hat mir, glaube ich, schon, ne? Ich glaube, ja. Harvey guckt am liebsten. Ja, okay. Er ist... Okay, dann reden wir über Blase. Danach werde ich auch nämlich definitiv aufs Klo müssen. Und dann mache ich mal kurze Pause. Beende das alles, weil ich habe hier ein paar Frames doch ausgelassen. Dann muss ich mal gucken, was man da machen kann. 16% sind nämlich doch schon einiges. Es wird gerade weniger wieder. Muss ich mal gucken, was ich da machen kann. Er beachtet mich gar nicht. Er starrt wie gebannt zur Monitorwand. Und wenn ihr dann nichts machen kann, ist mir das jetzt auch egal. Ich spiele jetzt einfach Edna. Vielleicht kann ich mir unbemerkt den Schlüssel schnappen. Hey, achso, Moment, das hatten wir ja schon alles. Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Oh, alle bis auf eine, ja. Kann ich ihn haben? Ich hab meinen verlegt. Guter Witz. Als würde Dr. Marcel dir einen eigenen Generalschlüssel anvertrauen. Dieser Generalschlüssel ist das wichtigste Objekt im ganzen Haus. Nicht einmal Hulgor hat einen eigenen.
Und einem Noob wie dir gebe ich ihn bestimmt nicht. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Ich glaube kein Wort. Der Doktor würde den Schlüssel niemals jemand anderem anvertrauen. Und dir schon gar nicht. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Ich komme sonst nicht hier raus. Bist du jetzt bekloppt? Erstens ist es nicht erlaubt, die Anstalt zur Arbeitszeit zu verlassen. Zweitens ist die Eingangstür nie verschlossen. Nur die Hintertür. Also kann man jederzeit zur Eingangstür rausmarschieren? Klar! Es sei denn, du bist einer von den Irren. Ah, interessant. Wenn wir uns verkleiden könnten, könnten wir einfach rausmarschieren. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Und den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Einmal am Tag jedoch, immer zur gleichen Stunde, öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Wir wissen nicht, was Dr. Marcel darin aufbewahrt oder was er dort tut. Aber Stiesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder Wimmern. Gerade als der Doktor drinnen war. Unheimlich, nicht wahr? Oh, ich habe eine Gänsehaut. Alter, der hat einen geheimen Folterraum, ich glaub's nicht. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Wir müssten diesen Raum von ihm finden und niederbrennen. Welche Tür? Ja. Kann ich ihn haben? Hulgur schickt mich, ihn zu holen. Hulgur kann selbst kommen, wenn er ihn haben will. Hulgur ist... Naja, er ist verhindert. Verhindert? Wo steckt er? In einem Edna! Er therapiert seine Klaustrophobie. Dann braucht er auch den Schlüssel nicht. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja, da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Du hast das ganze Lager leer getrunken? Irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht? Wenigstens bist du gut dehydriert. Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ja, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird. Wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nie verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Geh doch einfach. Ich passe so lange auf. Hey! Das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen und die Zeit totzuschlagen. Das hätte ich auch nie gedacht. Wow! Das ganze Wasser? Oh, erinnere mich nicht daran, bitte. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja, ich bin als Kind in den Kessel gefallen. Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein, einfach nur in den Kessel. Apropos Wasser. Oh, ich hasse mich jetzt selbst gleich für das, was ich tun werde. Weil ich muss auch aufs Klo. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf über Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Stopp. Und das Meer rauschte. Ah. Und die Wellen wogten hin und zurück. Hin. Und zurück. Husch. Aufhören.
Oh, er tut mir schon ein bisschen leid. Wusstest du, dass sie auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Endlich auf, über Wasser zu reden. Furchen von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Stopp. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende Ströme, die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ja, im Ernst. Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Stopp, bitte. Anfangen soll es als harmloses Nieseln. Aber dann soll es richtig gießen. In Strömen. Ich bring dich um. Ich schwöre, ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch. Warum tust du mir das an? Plitsch, platsch? Oh, ich glaube, Edna ist schon so ein bisschen sadistisch. Mal so ist. Ich glaube, sadistisch ist das Richtige. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Na, ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la 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 la. Meine Wanne fasst hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, I've been through the desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufeudeln. Oh, the horse with no name. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. It felt good to be. Immer nur patsch, flatsch. Out of the rain. Pitcher, pitcher, pitcher. Jetzt halt endlich die Klappe. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann. Diese ungeheuerliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Willst du das? Ich höre ihn noch heute rufen. Wassermarsch! Wassermarsch! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach Ruhe. Oh Gott, der Arme. Tut mir ein bisschen leid. Und wir sind noch nicht fertig mit ihm. Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von... Nein. Wasser. Und Wasser. Und nochmals Wasser. Soweit das Auge reicht. Gnade. Gnade. Wasser. Ich geb auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Ach, jetzt geht's auf einmal wieder. Na gut, ich glaube, das war's dann mit dir soweit. Ich lass dich dann mal wieder allein. Dann tu das bitte auch. Okay. Dann hab ich das Stuhlbein, das hatte ich geladen, ne? Ja, dann speichern wir nochmal hier drauf. So. Und dann denke ich, war es das jetzt erstmal. Ich guck mal nach. Ich habe hier knapp 30.000 Frames ausgelassen. Das sollte natürlich nicht so sein. Mal gucken, was ich da machen kann. Wie das jetzt lief generell. Und ansonsten bis später vielleicht sogar. Ich überlege, ob ich es heute nochmal streame. Das entscheide ich dann aber eher spontan. Ist ja alles archiviert, wird alles auf YouTube hochgeladen. Ist ja alles kein Problem. Findet man ja alles, wen es interessieren sollte. Ansonsten, bis dann. Ciao, auf Wiedersehen. Keine Macht für niemanden. Hände weg von Drogen. Tschüdelü.